Ja, einen wunderschönen Fastmittag wünsche ich euch allen da draußen, natürlich dir, lieber Rui, der du hier aus Hamburg zugeschaltet bist. Und Merin Hathor, ich muss dich enttäuschen, Rui war genauso fit und wach wie ich, pünktlich um 10 Uhr zur Stelle, aber es war mein Fehler. Eigentlich sollte wie üblich um 10 Uhr unsere Sendung sein und ich habe einfach aufgrund der Zeitverschiebung, ich habe damals die Sendung in Irland eingestellt und da haben wir eine Stunde Zeitverschiebung irgendwas durcheinander gebracht und wir haben einfach beschlossen gemeinsam, lassen wir es doch mal bei 11 Uhr, damit ihr noch ein bisschen ausschlafen könnt. Genau so ist es. Hallo Rui! Ja, hallo, schönen guten Morgen. Ich freue mich wieder auf Sendung gehen zu können. Ich freue mich wieder mit dir hier zu sein und natürlich mit all den Zuschauerinnen und Zuschauern, die sich heute an diesem wunderschönen Sonntag mit einschalten. Hallo. Ist es denn bei euch auch gerade so herrliches Wetter? Ja. Herrlich. Also ich habe mir kurz mal überlegt, ob ich nicht das ganze Equipment nach draußen schaffen soll. Aber dann habe ich mir gedacht, nee, besser nicht. Wir freuen uns, dass es drinnen funktioniert. Lass mal besser sein. Besser so. Ja, ich kann es auch kaum erwarten, in den Garten zu stürmen und die Sonne zu genießen, gerade am Sonntag. Auch Frieden und Ruhe. Aber wir wollen natürlich nicht versäumen, wir sind ja hier in der Mission traditionelle Orakelkarten unterwegs und eine neue Episode steht an. Und diese Episode handelt von zwei weiteren Karten, nämlich Botschaft und Brief. Zwei, die auf den ersten Blick sehr ähnlich klingen, wie ich finde. Und wir werden heute auseinander dividieren, gemeinsam mit dir natürlich, Rui, wo da der Unterschied besteht, aber vielleicht auch die Gemeinsamkeiten. Das letzte Mal hatten wir die beiden Karten der Dieb und was war der Feind. Der Dieb, nee, der Richter. Der Richter, Dieb, so war es, so rum war es, genau. Und heute geht es um Botschaften und um Mitteilungen. Und ich habe natürlich was vorbereitet, wie sich das gehört, damit wir auch was haben, worüber wir reden können. Ja, schauen wir mal, was der Christoph uns mitgebracht hat aus Irland. Ja, gar nicht so sehr aus Irland. Gar nicht so sehr aus Irland, sondern ich muss hier wieder mal ein bisschen rumklicken. So, jetzt hat, das ist es. Ich habe eine kleine Präsentation. Ich rutsch mal ein bisschen rüber. Oh, mach mal Platz. Ja, ich mach mal Platz, ich geh mal nach Hause. Genau, und ich mach mich auch ein bisschen, lehne mich mal so ein bisschen zurück. Und damit ihr wisst, worum es geht um diese beiden Karten, die wir jetzt hier sehen können. Botschaft und Brief. Lieber Rui, wenn du nichts dagegen hast, ich versuche einfach mal zu beschreiben, ich als traditionelle Orakelkartenlaie, was ich hier so sehe. Ja? Ja, dann schieß mal los und ich komme dann nach und freue mich mal, dass
ich mal dir was beibringen darf. Denn Ja. sonst ist es ja immer umgekehrt, dass ich von deinem reichen Erfahrungsschatz lerne. Also, hau mal raus. Ich bin ja auf dem Weg, ein Orakelkarten. Ich freue mich ja schon drauf, wenn ich auch das Orakelkartenlegen lerne dann. Aber noch bin ich dabei, mich an die einzelnen Karten voranzutasten und genieße es für dich sehr, dass du sozusagen mit deinem Wissen über die, ja, ich behaupte jetzt mal, Jahre, ja, wenn nicht gar jahrzehntelange Arbeit mit den Orakelkarten, dass du da aus den Nähkästchen plaudern kannst. Ich sehe bei der Botschaft einen mir sehr vertrauten Herrn, nämlich Merkur. Merkur mit den geflügelten Schuhen und dem geflügelten Helm und wie er über die Welt dahin eilt, von einem Luftstrom getragen. In der Hand natürlich seinen berühmten Caduceus, seinen Hermesstab, seinen Heroldstab. Und was er ganz interessanterweise macht, ist, dass er aus einem Beutel Geld und Briefe herausfallen lässt auf die Erde. Es regnet Geld und Nachrichten. Das ist das, was ich sehe. Und beim Brief wiederum, auch da im Zentrum, ein Umschlag, verschlossen, versiegelt, etwas Geheimnisvolles vielleicht. Wir wissen nicht ganz genau, was drin ist, aber man vermutet, wenn man die Taube sieht, dann doch die Taube, die Turteltaube und so weiter und dann die wunderschönen Kirschblüten, die da zu sehen sind und die Wolken im Hintergrund, dass es sich doch um was Positives handelt, wenn nicht gar um die Nachricht des oder der Liebsten. Das ist das, was ich sehe, Roy. Das ist das, was wir sehen. Jetzt gehen wir mal einen Schritt zurück. Warum geht es überhaupt bei diesen beiden Karten? Denn das ist ja das Essentielle. Das wollten uns ja die dann den Maler oder den Drucker, die dann die Karten umgesetzt haben, mit auf den Weg geben wollten. Die haben ganz klar gesagt: Hey, es geht um Kommunikation, würde man heute sagen. Früher hat man Nachrichten oder Überbringung von Botschaften gesagt. So. Und jetzt sind wir schon bei der Unterschrift der Worte, der Karten. Und diese beiden handeln um Kommunikation, aber Kommunikation auf unterschiedlicher Ebene. Botschaft, ne, du hast schon gesagt, wir sehen da diesen Halbgott, der durch Witz und Verschlagenheit sich da das Wohlwollen der Götter erschlichen hat. Dass er unsterblich wurde, dass er als einer der wenigen auch in den Olymp hinein durfte, als einer, der aber auch gleichzeitig nicht nur nach oben, sondern auch nach unten gehen durfte, nämlich er war verantwortlich, dass die Verstorbenen den Weg in den Hades gefunden haben. Und dieser Hermes, der ist eben eine Geschwindigkeitsgeschichte, darum sieht man diese geflügelten Schuhe und der geflügelte Helm. Ja, man kann sich richtig vorstellen, wie es da mit unendlich vielen Pferdestärken um die Welt rumgeht, darum eben auch mit einem Fuß auf der Erde, mit dem anderen in der Luft. Und wir sehen auch, dass er Dinge verteilt. Er ist ja nicht nur ein Halbgott, der mit den Göttern kommuniziert und eben dann die Botschaften überbringt. Nein, er ist auch Gott der Händler und Gott der Diebe. Ja, wie man so schön sagt, Merkur, der Gott der geraden wie der krummen Wege, die So geraden, ist es. das sind sozusagen die Wege, die vielleicht die Kaufleute gehen und die krummen Wege, die die Diebe gehen. Aber manchmal, glaube ich, ist der Unterschied zwischen beiden nur marginal. Ich denke dann auch, vor allen Dingen findet man Merkur ja ganz häufig auch so an Banken. Da denke ich mir dann oft, ist jetzt der Bank, ist Banken gerade oder krumme Wege, ich glaube, das ist eine Interpretationssache. Du darfst ja eins auch nicht vergessen: Er ist auch Gott von uns beiden, denn er ist ja eigentlich auch Gott der Magier. Jawohl. So, haben wir den Joke auch angebracht: Ein Fünfer ins Phrasenschwein. Ja, und dieser Hermes, da geht es immer um Geschwindigkeit, da geht es um schnelles Sprechen, um Diskussion, um Kommunikation im Gesprochenen. Und er hat ja auch, ich habe mal ein Bild von Merkur mitgebracht aus der Ja, Mythologie. bitte. Können wir mal gucken hier, da sehen wir ihn Ja. hier auf so einer griechischen Vase. Daneben sehen wir Göttervater Zeus, erkennbar an den Blitzen. Und ich fand das Bild so nett, weil da hat er so hübsche Schüchen an. So, das sind für mich so, fand ich irgendwie spannend. Ja, Das sind so, das ist echt.
Ja, das ist ganz, ganz cool. Und im Prinzip hat er auch den Zeigefinger so oben und sagt: Hey, Jungs, macht was ihr wollt hinter meinen Rücken. Ich krieg's ja trotzdem raus, ne? Genau. Und wir sehen seinen Merkurstab, den er hier hat. Der sieht ein bisschen anders aus, wie wir es gewohnt sind, aber es gibt da verschiedene Varianten. Sein Heroldstab, und er macht sich gerade so von dannen, wahrscheinlich ist er gerade von Zeus irgendwo hingeschickt worden, als Gott der Wege und der Verbindungen. Ich habe in der Astrologie, ich kenne ihn ja hauptsächlich aus der Astrologie, immer gelernt, Merkur ist es egal, was auf seinen Wegen, die er herstellt, passiert. Hauptsache, es entsteht Verbindung, es entsteht, wie du sagst, Kommunikation. Hauptsache, es entsteht was. Ja, genau. Und das ist. Egal ob gut oder schlecht, ob hell oder dunkel, wir schauen uns das Ganze mal voller Lustigkeit an. Und jetzt frage ich dich natürlich, ist denn bei unserem Merkur auf der Karte Botschaft, ist das auch so zwiegespalten? Können das krumme und gerade Wege sein? Definitiv. Also hier kommt es dann auch immer darauf an, was haben wir denn für Karten rundherum? Ja, da ist es ganz wichtig, die korrespondierenden Karten dann in einer großen Auslegung zu sehen. Da muss man wirklich schauen, was ist in der Vergangenheit, was ist in der Zukunft, was ist im Innen, was ist im Außen. Aber das ist also so, der Hermes interessiert sich nicht für hell oder dunkel, der macht einfach, weil er ist ein Halbgott, ihm ist es auf gut steirisch wurscht. Er macht einfach. Gut, steirisch, bayerisch, ist es wurscht. Und Mir tatsächlich, ich fand, was mich an der Karte so, sagen wir mal, was das Neue an dieser Karte für mich ist, ist, dass er da so aus seinem Geldbeutel oder aus seinem Beutel eben auch Geld herabwirft. Also jetzt mal ganz plakativ gesagt, heißt das, dass er auch Geldsegen bringt? Achtung, du kannst ja auch durch Kommunikation gewinnen. Bekommen. Ne? Wenn ich als Händler weiß, aha, der Christopher möchte unbedingt Produkt X und ich habe das, ja, weil ich es gehört habe, weil mir es wer erzählt hat und ich verkaufte das, ja, was passiert daraus? Ich habe einen Gewinn. So einfach. Also wäre die Karte, mal abgesehen davon, dass sie jetzt den Titel Botschaft trägt und auf eine Nachricht hinweist, auch vielleicht eine Karte, die entsprechend vom Zusammenhang, in dem sie auftaucht, so wie du das geschildert hast, umliegende Karten berücksichtigt, auch eine Karte, die vielleicht auf so einen wirtschaftlichen Aspekt hindeutet? Nee, Passt. nee, 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 leider nicht. Das wäre nämlich zu einfach. Wir müssen wirklich dann, wenn wir uns dann den Legebildern nähern, müssen wir wirklich hergehen und sagen, jo, was haben wir? Was geben uns, was gibt uns das Schicksal mit, indem es uns so die Karten mischen hat lassen? Und kann man sagen, dass sozusagen die Nachricht oder die Botschaft, die wir durch diese Karte vermittelt bekommen, in irgendeiner Form einen Gewinn für mich verkörpert? Ob das jetzt ein materieller Gewinn ist, ein mentaler Gewinn oder wie auch immer, dass man das vielleicht in Verbindung bringt. Auch nicht. Nein, auch wieder, wir brauchen hier, da reicht eine Karte nicht und ich empfehle immer, geht weg von dem, was wir lesen, geht hin zu dem, was wir sehen. Okay. Welche Bilder haben wir und welche Kombinationen mit anderen Bildern haben Okay. wir? Also hier braucht man Das viel. ist bei den Zigeunern noch wichtiger als wie bei den Tarotkarten. Ja, also ist ja auch interessant. Ich meine, gerade bei der Karte Merkur sagt man ja immer, er gilt ja als neutral. Ich mag das Wort für Merkur nicht so gerne. Ich sage immer gerne, er ist allparteilich. Er kann auf allen Seiten oder auf allen Hochzeiten tanzen, wenn er möchte. Umso wichtiger natürlich, in welchem Kontext taucht er auf, weil das ist dann, gibt dann sozusagen an, auf welcher Hochzeit er gerade tanzt. Also auch hier wieder, der ist nicht neutral. Dieser Hermes ist nur für sich und wie es ihm gerade gefällt. Herzensmensch fragt hier gerade, ich dachte, der Unterschied ist, dass der Brief etwas Greifbares, Festes ist, das man bekommt. Etwas, was man dann eine in den Händen hält, Brief, Mail, eine Botschaft ist etwas eher weniger Greifbares, nur mündlich. Ja, es geht schon in diese Richtung. Für mich ist der Unterschied, und vielleicht kommen wir jetzt gleich zu der zweiten Karte. Ich Andere. gehe mal wieder zur Seite. Ich habe auch eine Links-Rechts-Drehschwäche. Dass es hier nicht um das Gesprochene, sondern um das geschriebene Wort handelt. Okay.
Hier habe ich dann das, was wirklich fest ist. Ne? Wir haben die Taube. Die Taube war ja schon in alten Mythologien ganz wichtig. Also man erinnert sich, dass in der Bibel der Jude Noah eine Taube losgeschickt hat. Und zwar nicht nur einmal, sondern ein paar Mal. Und dann kam sie mit was Festem zurück. Ja? Sie kam mit einem Zweig von einer Palme zurück. Also das war der Hinweis, hey, wir haben wieder trockenes Land. Die Taube war bei den Ägyptern schon der Hinweis, die fliegen immer wieder zurück. Und also ich kann mich noch erinnern, meine Großeltern, die hatten noch Tauben. Die haben selber das Gefühl gehabt, sie könnten mit den Tauben noch irgendwie ein kleines Geschäftchen irgendwie, wahrscheinlich haben sie die Tauben dann irgendwie anderweitig gebraucht. In dem Taubenschlag war immer was los, da ging es raus, da ging es rein und es kamen immer die richtigen wieder zurück. Also man geht ja heute davon aus, dass die Tauben sich an den Koordinatensystem, also an den Magnetfeld. Rastersystem, das über die Erde, über dieses Magnetfeld orientieren. Und darum ist es auch für uns so schön, die Taube ist fest. Ne? Eine Taube ist treu. Ja, es ist oft so, dass eine Taube, wenn sie einen Partner, ihre Partnerin hat, dann trennen sie die nicht mehr ihr Leben lang. Und das ist der Hinweis, es ist was Festes, es ist was Verbindliches. Und wenn wir diese Karte nochmal anschauen können, bitte, dann sehen wir, sie hat nicht nur diesen Brief in der Hand, also was Verbindliches, der Brief ist auch verschlossen, also da ist noch einmal eine Verbindlichkeit, und zwar nicht irgendwie zugeklebt mit ein bisschen was, sondern mit einem Wachssiegel. Das hat nochmal einen so schönen, charmanten Hinweis darauf, was da drinnen alles vorhanden ist, was man da noch für Möglichkeiten hat. Und jetzt kommt es noch dazu, wir haben ein bisschen Pflanzen, anders als wie beim Hermes. Und die Pflanzen weisen ja darauf hin, dass das, was wir am Barbara-Tag schneiden, ja, dann zu Weihnachten oder so dann zu blühen beginnt. Also das sind die Kirschblüten, auf die du hier anspielst, die natürlich von der Farbe her. Ich finde, die ganze Karte geht so von der Farbe und von der Taube. Und ich muss sofort an ein Kinderlied denken. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Kommt ein Vogel geflogen. Kennst du das? Ja. Setzt sich nieder auf mein Knie, hält den Schnabel, eine Botschaft von meinen Liebsten, irgendwie so, erkennt das, ja. Beim Liebsten. Das muss ich immer so denken. Ich kann das Lied auch nicht mehr, krieg's nicht mehr hin. Aber das ist für mich so. Also ich komme sofort bei der ganzen Farbe hier so auf eine Liebesbotschaft für mich. Und wir dürfen halt nie vergessen, die Karten wurden um 1850 mehr oder minder in Auftrag gegeben, in einer Zeit nach dem ganzen napoleonischen Kriegen. Da wollte man endlich wieder Ruhe haben, da wollte man zurück in eine Normalität, da wollte man nicht mehr, ja, und dann hat man das verherrlicht, da hat man das nochmal eins höher gesetzt, dass da jetzt jemand mir einen Liebesbrief schreibt. Und es war ja damals oft auch so, weil wie war die Kommunikation, wenn sich zwei ineinander verguckt haben, die konnten nicht einfach bei Flitster oder wie immer diese Programme alle da heißen, sich da treffen. Nee, die mussten das schon ein bisschen ausgefüchster, ausgeklügelter machen, weil da waren halt meistens Gouvernanten dazwischen, die halt dann dazwischen gefunkt Das erinnert mich an eine Geschichte, die wir in München immer erzählen auf den Stadtführungen, vom Postillon d'Amour, der kleine, also ein kleiner Mann, der unterwegs war und geheim die Liebesbotschaften zu den Liebespärchen brachte, indem er sie ganz unten in so eine Art Obstkorb versteckte und dann sozusagen sie überbrachte. Und immer wenn man ihn dann unterwegs erwischte und man wusste, er hat vielleicht wieder so eine Liebesbotschaft, dann hat er immer nur gegrinst und hat gesagt, nix, nix gwies wurs man nit. Also wenn man ihn gefragt hat, hast du einen Brief dabei, du bist doch bestimmt wieder unterwegs. Also da kommt vielleicht beides zusammen. Er ist so ein bisschen so ein merkurischer Typ gewesen, das Finessenseppal, so hieß er, aber er hat die Liebesbotschaften gebracht. Und was mir noch einfällt, ist natürlich, Brieftauben sind natürlich, glaube ich, im 19. Jahrhundert durchaus als Kommunikationsweg, ja, nicht nur ein Hobby wie heute von vielen Züchtern. Ich habe hier ums Eck gibt es einen Brieftaubenschlag, aber ich glaube, die schicken jetzt nicht mehr Botschaften darüber, aber es war damals eine richtige Kommunikationsmethode, sehr romantisch. Ich hätte auch gerne mal einen Brief von einer Brieftaube gebracht. Die Schweizer Armee hat erst in den frühen 80er Jahren ihre Geheimdienste
Tauben aufgelöst. Aha, siehst du? Ist also noch relativ lange unterwegs. Also Taube bringt geheime Und in Botschaften. den 90ern dann die Fahrräder. Ja, genau. Schnellste, leiseste Armee der Welt. Kommt ein Vogel geflogen, setzt sich nieder auf meinen Fuß, ein Briefchen im Schnabel von der Liebsten an den Groß. Also das könnte doch das Gedicht zu der Karte sein. Danke, Merin Hartur. Genau das, genau diesen Text haben wir alte Männer noch gesucht. Genau. Ja, also das heißt, vielleicht kannst du noch mal irgendwie für uns zusammenfassen, was die Unterschiede zwischen beiden sind. Also wir haben, Herzensmensch hat es eigentlich schon auf den Punkt gebracht. Wir haben unterschiedliche Kommunikationsformen. Die eine ist verbindlicher, ja, der Brief, und der Hermes ist unverbindlicher. Die Wertigkeit ist egal. Sie sind beide wichtig, es braucht beide. Wir werden nicht ohne beide auskommen. Aber ich möchte nicht hergehen und sagen, Merkur ist schneller als wie der Brief. Also da braucht es wirklich, denn was liegt um die Karten dann rum? Das ist immer ganz, ganz wichtig bei den Orakelkarten, weil eben die einzelne Karte was aussagt, aber erst mit den anderen 35 wird es ein Bild daraus, das uns weiterhilft, das uns auch einen Weg aufzeigt, den wir gehen können für unsere Fragen. Könnte das auch sein, dann, dass der Brief eben keine Liebesbotschaft ist, sondern eine ganz andere Botschaft beinhaltet, je nachdem, was du. Der Brief kann natürlich auch ein Brief vom Finanzamt sein oder von die Kündigung vom Arbeitgeber. Also das muss man dann immer schauen, welche Karten liegen da in Korrespondenz, in Spiegelung, in Rösseln drin. Also, wenn das Finanzamt mir rosenduftende oder kirschblütenduftende Briefe schickt, bleibt Da ist was los. dann ist was los. Aber in jedem Fall, das ist ein wichtiger Hinweis, finde ich, weil ich bin ja jetzt sofort auf die Farbgebung und so abgefahren, habe gleich gedacht, Liebesbotschaft. Aber es muss es nicht sein. Es hängt, wie du schon immer richtig sagst, vom Zusammenhang ab. Das ist ja etwas, was wir jetzt hier nicht abdecken können so gut. Wir stellen euch ja jetzt hier die Karten einfach mal vor. Wir stellen die grundlegende Symbolik vor. Aber wie man dann mit ihnen arbeitet und wie man diese hohe Kunst der Kombination dann auch lernt, das machen wir dann mal in einem eigenen Kurs mit euch, den wir vorbereiten werden. Aber hier geht Und es nur für darum. alle, die dann noch nicht genug haben, zeige ich, wie man schafft, 36 Karten in 3 Minuten zu deuten. Denn dafür habe ich immer meine 3 Minuten Sanduhr dabei. Und das funktioniert, glaubt mir, das geht wunderbar. Ich Ja, bin jetzt fast 15 Jahre auf einem historischen Markt. Das funktioniert. das möchte ich auch gerne lernen. Rui, Challenge accepted. Also das möchte ich lernen. Freue ich mich schon drauf. Das wird sozusagen in einem künftigen Kurs über traditionelle Orakelkarten hier online ein Thema sein, nämlich die hohe Kunst der Kombination. Aber wie man halt so ist, ich bin ja jetzt hier auch sozusagen in der Position des Schülers. Erstmal muss man sich mit den Karten auseinandersetzen und grundlegend mal kapieren, worum es bei den einzelnen Karten geht. Ganz genau. Ja, toll. Also ich denke mal, dann brauche ich meine Venus auch nicht auspacken, die ich mit der Turteltaube in Verbindung gebracht habe. Sie sind schön, sie sind nicht falsch, aber der Hintergrund, und wir dürfen halt nie vergessen, wir sitzen, ich sage es immer burschikos, auf dem Sofa 2022. Ja. Die Karten wurden aber jetzt bald 140, 150, 160 Jahre früher gemalt. Ja, und darum muss man eben auch immer aus der Sicht der damaligen Generation das anschauen. Und da gab es eben eine andere Kommunikationsform. Ja, da musste man lang buhlen, dass man seinen Herzmenschen wirklich bekommen hat. Da musste man Wege einfinden, die vielleicht oft auf ein bisschen verschlungen waren. Oder man hat seinen Partner, den man so geliebt hat, nicht bekommen, weil die Familie was anderes für einen bestimmt hat. Also wäre, wenn ich es mal nochmal für mich zusammenfasse, die Botschaft ist eher weniger persönlich und der Brief ist eher was Persönliches. Habe ich es richtig zusammengefasst, so ganz grundlegend? Ich will es nicht persönlich nennen, ich will es verbindlich nennen. Verbindlich, okay. Und die Botschaft ist eher so eine Art Nachricht,
mit der ich was anfangen kann oder auch nicht. Ich habe es früher ganz gern so verglichen. Botschaft ist der Telefonanruf, Brief ist was, was ich dann was Aha. ich schwarz auf weiß habe. Jetzt komme ich dahinter. Also das ist sozusagen, Botschaft ist auch etwas, was ich unter Umständen aufschnappe und was dann für mich eine Bedeutung gewinnt. Aber der Brief ist direkt gezielt an mich gerichtet und sucht den gezielten verbindlichen Kontakt mit mir. Oder andersrum, das, was wir beide jetzt hier machen, ist die Botschaft, das, was Merin Hartor mit uns gemacht hat, dass sie uns den Text gegeben hat, wäre der Brief. Muss jetzt drüber nachdenken. Aber Ja, er hat uns ja aufgeschrieben, wie der Liedtext gelautet hat. Da stimmt. hast du schwarz auf weiß. Genau. Und ja. Ich glaube, ich komme langsam dahinter. Und dieses, was die Botschaft uns vermittelt, das sind, da hängt es ganz stark davon ab, was jetzt im Umfeld liegt, was ich daraus mache. Während mit dem Brief bin ich immer gemeint. Also mit dem Brief, der ist an mich gerichtet. Nein, auch da ist es wichtig, Christopher, was haben wir sonst noch, ne? Weil es kann ja sein, dass im Umfeld des Briefes sehr viel monetäre Karten liegen. Okay, ja. Ja, dann hat es nichts mit der Liebe zu tun. Aber wenn oder wenn in der Vergangenheit vom Brief die weibliche Hauptperson liegt, dann kann es natürlich schon sein, dass das da ganz emotionale Auswirkungen damit drinnen stecken. Aber das meinte ich ja, also das heißt sozusagen, beim Brief bin ich gemeint, ob nun das Finanzamt mich anschreibt oder ob der oder die Geliebte mich anschreibt. Ich bin gemeint. Oder der Anwalt. Oder der Anwalt oder keine Ahnung, man weiß es nicht, ja. Und aber die Botschaft ist sozusagen etwas, was mich ereilt oder was auf mich zukommt, das vielleicht auch was Unerwartetes mit sich bringt. Du vergaloppierst dich. Vergaloppierst dich. Bin zu kompliziert. Man muss immer gucken, was habe ich als korrespondierende Karte, was habe ich um die Karten rumliegen. Machen wir es uns nicht zu schwer. Botschaft ist immer eine gesprochene Geschichte. Brief ist immer was mit Brief, mit Papier, mit Mail, auf diese Form. Also wie Meren Harter sagt, Brief und Siegel. Mit Brief und Siegel. Genau. Ja, wunderbar. Ich glaube, ich kriege das noch raus. Diese beiden nicht umsonst. Wir üben dann. Wir üben dann. Ich bin ja, wie Wir gesagt, üben. muss es auch selbst noch lernen. Und ich glaube, ich werde wahrscheinlich in der Praxis, wenn man dann wirklich mal das in Zusammenhang mit einem Blatt sieht, da werden sich viele Dinge noch von selbst erklären, indem man es einfach Also legt. man muss so 10 große Legungen mal miterlebt haben, um da reinzukommen, um zu sagen, ah, okay, gut, ich habe nicht nur das System verstanden, sondern ich habe jetzt auch gesehen, warum diese Aussage kommt. Ja, Ne? Weil das ist ja auch immer sehr wichtig, weil sonst hilft das Ganze ja überhaupt nichts. ich glaube, Roy, mehr kann man zu den beiden Karten gar nicht wirklich sagen. Aber Nee, das. draußen bleibt bitte dran, denn wir wollen noch für euch Tageskarten ziehen. Ja. Ich werde eine Karte ziehen, Roy wird eine Karte ziehen und daraus stricken wir, oder besser gesagt, Roy, du der Experte bist in dem Zusammenhang, eine Deutung. So, Ja. die wollte ich nicht zeigen, sondern natürlich das Buch. Denn ihr sollt nur sehen, was drin ist, wenn ihr diese tolle Schachtel erwerbt. So, also hier ist das entsprechende Equipment. Das legen wir mal zur Seite, denn da sollen dann gleich die Karten kommen. Ich habe hier meine dabei. Ich mische einfach schon mal. Du hast schon hier gemischt und hast wahrscheinlich schon eine Karte. Ich brauche noch einen Moment. Tageskarte von mir, euch und Roy. Ich habe jetzt hier, ziehe jetzt mal eine. Ich habe sie hier. Hier. Oh. Ich lege mal meine hier hin, schon mal auf und jetzt sag du mir, welche du hast. Den Dieb. Den Dieb. Den Dieb. Eieiei. Den Dieb, den Dieb. Moment. Da ist er.
Da ist er. Ja, meine Lieben da draußen, heute bekommt ihr uns beide. Ja. Die Tageskarten oder die Impulse, die wir heute haben, ist, wir sollten uns und unserer Entscheidung treu bleiben. Mhm. Wie komme ich zu dem? Wir haben mit dem Bernhardiner auf dem Grab des Herrn, seines Herrn, den ganz klaren Hinweis, vertraue dem, was du erlebt hast bis jetzt, was deine Erfahrungen sind. Und mit dieser Treue ist auch eine Verbindlichkeit verbunden. Mit dieser Verbindlichkeit und dem Dieb, der sich aus Dingen rausnimmt, die er entschieden hat, sollte man diese Entscheidungen nicht wieder revidieren. Mhm. Wenn ich mich entschlossen habe, heute rauszusitzen und zu sagen, es ist mir alles egal, was drumher um mich herum passiert, heute mache ich eine Auszeit, dann ist es genauso richtig, wie wenn ich mich entscheide, so, heute ackere ich alles ab, was die letzten Wochen liegen geblieben ist. Mhm. Also das ist eine ganz klare Aufforderung. Und wir müssen vorsichtig sein, mhm. wenn wir aufgrund von unserer Lebenserfahrung ein Wort lesen. Ne? Wir lesen Dieb. Und sofort haben wir etwas, es wird uns was gestohlen, ich muss aufpassen. Nein, ist nicht so, sondern es geht um uns. Wo stehlen wir uns davon? Wo gehen wir raus? Wo machen wir nicht mehr mit, wenn wir sagen, Herrschaften, jetzt ist es gut. Ja. Das wäre ein Impuls für den heutigen Tag, den ich euch gerne mitgeben möchte. Ja, also ich kann was damit anfangen. Ich hatte mir für heute ein paar steuerliche Themen vorgenannt. Das war so eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Da würde ich mich gerne rausdiebseln, da würde ich mich gerne rausschleichen. Naja, aber wir wissen ja nicht, ob der Schritt, den der Dieb dann macht, ja etwas ist, dass das Ganze sich erhält. Ja. Ja, also ganz. Und ganz ihr seht schon, wie wichtig es ist, nicht nur auf eine Karte zu gucken, mhm. sondern das Ganze zu nehmen. Was ja. habe ich? Ich habe zwei Karten. Ich habe Treue und ich habe Dieb. So, jetzt muss ich das Ganze so zusammenbringen, dass es richtig ist und nicht, dass ich mich nur auf eines versteife. Ja, ich finde das super, dass wir jetzt sozusagen jeder eine Karte ziehen und daraus einen gemeinsamen Tagesimpuls entwickeln, weil wir auch ein bisschen üben können, so wie die Karten miteinander kommunizieren, wie sie ja. sich aufeinander beziehen. Da wird dieses Prinzip der Orakelkarten, was du schon gesagt hast, noch mal viel deutlicher. Sie brauchen den Kontext, damit sie einen Sinn... Alleine geht's nicht. Ja, ja, sehr, sehr spannend. Ja. Ja, vielen Dank, Rui. Ich glaube, ihr da draußen, wir haben einen klaren Auftrag für alle, die, die hier mit zugehört haben und uns gelauscht haben. Es wird eine nächste Episode geben, ganz sicher. Ich bin jetzt erstmal weg. Nochmal auf einer Reise, dann werden wir mal sehen, wann das nächste ist. Ihr werdet es pünktlich und rechtzeitig erfahren. Und dann geht's weiter mit unserer Reise durch die traditionellen Orakelkarten. Lasst euch überraschen, was es sein wird. Ja. Und für alle, die heute Abend noch nichts vorhaben, es gibt wieder das mantische Wochentaroskop mit der unschlagbaren Kirsten, die Ausnahmeberaterin, und ihren Hausmeister, den Ruhe. Ja, genau. Freuen wir uns schon drauf. Wir werden natürlich unbedingt wissen, wie es dem Steinbock in der kommenden Woche ergeht. Und da gibt es natürlich keine bessere Adresse. Um wie viel Uhr wird es heute sein? Weißt du das? Wir starten wieder gegen 20 Uhr. Gegen 20 Uhr. Also ja. Kanal der Mantiker. Unbedingt, wenn ihr ihn noch nicht abonniert habt, abonnieren. Und ansonsten, was ich mir gar nicht vorstellen kann, dass ihr nicht das schon abonniert habt. Und ansonsten sehen wir beide uns ja morgen schon wieder. Das dürfen wir nicht vergessen. Ja, auch morgen gibt es den unschlagbaren Christopher Weidner und seine Ruhe. Wir werden uns dann ein bisschen von den Orakelkarten wegbegeben, aber nicht allzu weit. Und wir werden dann ein bisschen Astrologie, also du wirst astrologisch reden und ich werde gerne zuhören. Genau, viel Astrologie wird es nicht sein. Wir haben nämlich morgen Vollmondlegung und wir arbeiten mit den Orakelkarten natürlich. Aber der Mond, der Mond,
Ich werde ein bisschen was über den Mond im Schützen, denn das ist der Vollmond im Schützen, werde ich ein bisschen was erzählen. Also, Aber ich werde morgen ganz gespannt sein, denn mein Begleiter meines Mondes in meinem Radix ist der Schütze. tatsächlich. Dann Und bin es ich. gibt nichts Schöneres als einen wunderschönen Schützemond. Wurde mir schon vor über 20 Jahren mal ans Trommelfell gelegt. Ich wiederhole es zu jeder passenden und unpassenden Gelegenheit. Dann bin ich ja neugierig. Ich hoffe, dass ich deine Erwartungen erfülle. Ich weiß ja, ein Schützemond ist ja sehr anspruchsvoll. Aber ich bin überzeugt davon, da du ja selber zum Anspruch beitragen wirst. Ich freue mich drauf. Morgen um 20 Uhr auf dem Kanal der Geheimnisakademie, aber auch bei den Mantikern wird es ausgestrahlt. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Ich freue mich drauf. Ja, ich freue mich auch schon. Vielleicht lesen wir von den einen oder anderen, die heute schon dabei waren. Und ich wünsche euch bis dahin noch einen sonnigen Sonntag. Bleibt bitte gesund und vergesst nicht, never give up. Adios. Thank you.